Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Das vielleicht insofern für dich interessant sein könnte, weil ich ein bisschen so auf deinen Standpunkt eingehe, wo du gerade stehst, was für dich vielleicht gerade wichtig ist zu wissen oder dein nächster Schritt sogar sein könnte. Hierzu verwende ich meine Lieblingskarten, die Crowley Tarotkarten. Ich liebe das Mystische an den Karten an sich. Ich verwende auch Chuck Spezzano oder Zentaro, also einige. Aber am liebsten sind mir die von Crowley und ich habe sie vorher für dich gemischt, drei Karten rausgezogen und du wählst aus, welche der dreien dich gerade anspricht. Du kannst mal kurz auf Pause drücken und einfach dich mit den Karten verbinden und wähle eine dieser dreien aus. Wenn du diese Karte ausgewählt hast, dann hast du die Waffenruhe gewählt. Ich muss jetzt gerade schauen, man sieht es nicht so scharf. So, vielleicht gut. Du kannst natürlich auch in Google nachschauen, was diese Karte noch genauer bedeutet. Ich kann nur kurz darauf eingehen. Also diese Karte heißt so viel wie, ja, du ruhst so in dir, du bist so in der Mitte, du bist zentriert, egal was um dich herum gerade geschieht. Es wirft dich kaum etwas aus der Bahn und wenn dann doch, dann kommst du wieder rasch zu dir zurück. Du hast also Werkzeuge gefunden, die dich in der Mitte sein lassen. Und diese Waffenruhe bedeutet auch eine Beruhigung der Gedanken, eine Ruhe deiner Gefühle und so weiter. Und dein nächster Schritt könnte sein, das zu stabilisieren, dir bewusst zu sein, dass es so ist, dann verstärkst du es schon. Wenn du die mittlere Karte gewählt hast, dann hast du den Genuss ausgesucht. Das Leben genießen dürfen. Ich kann erkennen, es ist nicht gerade so scharf. Ja, ich bin da ein bisschen am Üben mit meiner neuen Kamera. Aber genieße doch das Leben. Auch den Genuss erkennen können, wenn du zum Beispiel mal traurig bist. Was passiert, wenn du traurig bist? Dann konzentrierst du dich absolut auf dich selbst. Dann bist du ganz bei dir. Und das ist auch das Ziel von unserer Seele, so sehe ich das, dass wir gut bei uns bleiben können und nicht zu sehr im Außen verlieren. Und verwöhne dich doch etwas mehr. Dein nächster Schritt könnte sein, eben dich mehr zu verwöhnen, dich zu beschenken, jeden Tag ein kleines Geschenk für dich zu haben. Die dritte Karte ist die Umsicht. Und die Umsicht zeigt eine gute Verbindung mit Mutter Erde, also sehr gut mit der Erde verbunden. Du bist bodenständig, stehst mit beiden Beinen wunderbar auf dem Boden und wie du siehst, diese Blüten sind zugedeckt von einem Blatt. Das kannst du dir so vorstellen, wenn das die Blüte ist und hier ist so das Blatt drüber, dann kommt die Blüte jetzt so nach und nach hervor. Also bei dir erblüht was, bei dir mag was zum Vorschein kommen und kann auch sein, dass du das schon spürst, dass da etwas in dir ist, wo du sagst, ich kann es mir noch nicht genau erklären, aber ich fühle, da tut sich was auf oder es zeigen sich dir Ziele, wo du denkst, da möchte ich hin, das will ich erreichen und das ist dann auch machbar, weil es bereits in dir steckt. Ja, so viel zu diesen drei Karten. Ich werde das dann auch mal wiederholen, vielleicht mit anderen Karten und wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Von der geistigen Seite her begrüße ich dich und heiße dich herzlich willkommen.
wo du doch ein Wesen bist, das sehr lichtvoll ist? Hast du manchmal das Gefühl, dass genau das nicht der Fall ist? Doch glaube mir, in diesem Waschmaschinengang, in dem du dich gerade befindest, der sich mehr und mehr dem Ende neigt, wirst du immer mehr auch wieder Boden unter den Füßen finden, wo du genau das erkennen kannst, was wir, die geistige Welt, in dir sehen, was du schon längst bist, dir da und dort vielleicht selber noch nicht ganz zutraust, das Licht, das in dir ist, zum Strahlen bringen, der Glaube an dich wachsen lassen, erfahren dürfen, was andere Menschen dir weitergeben, ohne dass du dich verletzt fühlst, ohne dass es mehr so intensiv Triggern an dir braucht oder Schmerz in dir hervorruft, wo du einfach immer mehr hinschauen kannst und Stärken in dir entdecken kannst. Der menschliche Körper verändert sich enorm. Da kann es schon mal möglich sein, dass es da schmerzt oder dort schmerzt, da Kopfschmerzen vorhanden sind oder da Knieprobleme plötzlich erscheinen, wo du gar nicht weißt, was sie mit dem Leben an sich zu tun hat. Denn ihr Menschen habt gelernt zu hinterfragen, was will mir dieses Knie jetzt mitteilen oder was will mir dieser Kopfschmerz mitteilen. Im Augenblick ist es für den einen oder anderen von euch nicht einmal unbedingt wichtig zu wissen, was es bedeutet, der Hintergrund zu erkennen, sondern sich zu beruhigen, in die Ruhe kommen können. Natürlich ist es gut, Hintergründe zu erfragen. Doch wie erwähnt, im Augenblick könnten auch andere Dinge, wenn du schon weißt, was Kopfschmerzen bedeuten, annehmen. Annehmen, was ist. Deinen Körper beruhigen, denn er durchlebt im Augenblick Intensives. Und auch von der geistigen Seite her wird dein Energiefeld, das natürlich dein menschlicher Körper spürt, bearbeitet. Doch dein Energiefeld wird nur so weit bearbeitet von deiner geistigen Begleitung, wie du es annehmen kannst und wie du es möchtest. Denn der freie Wille des Menschen geht stets vor, wir, die geistige Welt, sind nur dafür da, um dich zu unterstützen. Früher ist es so gewesen, dass wir dir Hinweise gegeben haben, dass wir dich sogar lenken konnten. Doch dieses ist in diesem Leben nicht mehr der Fall. Und darum magst du es auch nicht, wenn andere Menschen dich lenken, wenn andere Menschen sagen, was du zu tun hast. Natürlich ist es auch hin und wieder mal fein, wenn jemand anderer dir sagt, was zu tun ist, damit du etwas entspannen kannst, und tue dieses bei Menschen, denen du vertraust. Und bei den Menschen, denen du nicht vertrauen kannst oder noch nicht vertrauen kannst, gib einfach Acht auf dich selbst. Es ist eine intensive Zeit, wahrlich, dem ist so. Und doch werdet ihr es überstehen. Denn deine Seele hat ganz bewusst diese Zeit ausgewählt, ganz bewusst diesen Körper und diesen Ort, wo du bist, gewählt. Um da hindurch zu gehen, um Verschiedenstes zu erfahren, zu erlernen. Denn das, wie du es jetzt erlebst, hat es auf der Erde noch nie gegeben. Und doch ist das eine oder andere bereits schon vorhanden im Energetischen, zu dem du immer mehr Zugang bekommst, zu dem du immer bewusster Verbindung herstellen kannst, das dich dann in der Zukunft unterstützen wird, ein für dich positives Leben zu führen. Verstehst du? Du beginnst erst bei dir, die Stärke zu entwickeln, und dieser Schleudergang dieser Waschmaschine, wo du jetzt gerade drin bist, verändert und beruhigt sich in den kommenden Tagen oder nächsten beiden Wochen, und dann wirst du verstehen, was ich jetzt versuche, dir zu erklären. Der eine oder andere wird in die Zukunft schauen können und wissen können, was er dann da und dort tut oder was seine Ziele sind. Oder was seine Berufung ist. Doch wie du dahin kommst, ist im Augenblick nicht wichtig zu wissen, denn es beruhigt dich schlichtweg, wenn du das eine oder andere von dir weißt, erfährst.
Und diejenigen unter euch, die nichts sehen können, spüren einfach eine Ruhe und Gelassenheit in sich und wissen durch diese Hellfühligkeit, dass alles in Ordnung ist. Und diejenigen unter euch, die wahrlich nichts fühlen, nichts sehen, ist dem so, dass du gar nichts fühlen kannst? Und wenn du da nur Angst spürst, Herausforderungen spürst, dann wäre es hilfreich, eine Beratung in Anspruch zu nehmen oder energetische Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Und wenn das Finanzielle im Augenblick nicht stimmt, dann kannst du diese Beratungen auch später in Anspruch nehmen, denn nichts ist zu spät. Du versäumst nichts, sei dir dessen bewusst. Und fühlen tut jeder Mensch. Sonst wärst du nicht auf diesem Weg. Was für euch Menschen noch interessant ist zu wissen, weil wir immer wieder sehen, dass der eine oder andere Heimweh verspürt, sich fremd fühlt auf dieser Erde, nicht hier sein mag, die Nase so gestrichen voll hat, dass es kaum noch geht. Und am liebsten abgeholt werden mag. Doch dieses wandelt sich. Weißt du warum? Weil genau diese Verbindung, die ich am Anfang angesprochen habe, dich verbinden mit deiner Heimat, wo deine Seele herkommt, wo dein Geist begonnen hat zu wachsen. Es wird erneut eine Verbindung dahin hergestellt, eine intensivere, eine stärkere, eine klarere, und die lässt dein Heimweh schwinden. Du brauchst nicht wissen, wo deine Seele herkommt oder wo deine Heimat ist. Aus der Urquelle stammen alle Seelen. Doch jeder Mensch hat zuerst eine gewisse Zeit auf einem Planeten oder Stern oder Sonne verbracht, bevor er überhaupt die Erde besuchen durfte. Und so ist es nicht wichtig zu wissen, was dein Heimatplanet, Ort, Stern ist oder wo du herkommst. Denn manche von euch kommen von so weit, weit her, dass es schwierig werden würde, diesem kleinen menschlichen Verstand zu erklären, wo denn seine Heimat ist. Diese Menschen fühlen eine gewisse Weite in sich, eine gewisse Geborgenheit in sich und können nicht in diesem Leben eruieren, wo sie herstammen, aber sie fühlen etwas in sich und das Heimweh ist verschwunden. Du wirst auch immer mehr auf dieser Erde ankommen können und auch diese im gewissen Sinne als eine Heimat in Anführungszeichen wahrnehmen dürfen. Auch auf diese Art und Weise wird das Leben dann auf dieser Erde eine Erleichterung bringen, egal was um dich herum gerade geschieht. Es ist wichtig in dir, was sich da abspielt, verstehst du? Und so wird diese Verbindung intensiver zu deiner Heimat und das Heimweh lässt nach. All dieses kann in den kommenden Wochen geschehen oder in dieser Nacht oder jetzt gerade. Die Zeit wandelt sich ebenso. Ihr Menschen bekommt immer mehr Zeit zur Verfügung. In den letzten 30 oder 40 Jahren hat die Zeit sich minimiert, weil das Kippen der Erde dazu beigetragen hat. So seid ihr Menschen auch immer mehr in Druck und Stress gekommen, damit genau diese Zeit, wie sie jetzt ist, da sein kann. Damit eben die Menschen aufwachen, Dinge mehr und genauer hinterfragen. Doch jetzt bekommt ihr wieder mehr Zeit zur Verfügung, bis ihr dann wahrlich wieder 24 Stunden an einem Tag zur Verfügung habt. Der eine oder andere von euch vermag dieses bereits schon spüren und andere folgen. Und du versäumst nichts, absolut nicht. Vayosoi, schön, dass es dich gibt, schön, dass du hier bist, schön, dass du weitergehst mit uns, der geistigen Welt und deinen Mitmenschen, die dir wohlgesonnen sind. Vayosoi, danke, danke dir. Hallo, da bin ich wieder.
Und noch kurz zur Erklärung, das war Lee, die da gesprochen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.